Willkommen zurück, Reisende. Heute schauen wir uns Bounty of One mal an. Also, Einstellungen gibt es hier, Rangliste, ein Schwarzmarkt. Wir haben, da wir noch nicht angefangen haben, 0 von 0. Das scheinen dauerhafte Verbesserungen zu sein. 2% schneller bewegen. 2% weniger Abklingzeit. Also hier kann man dann gut Sachen investieren. Brauchen scheinbar so Goldklumpen. Und dann können wir starten. Also es gibt Steckbrieflich gejagt. Auf dich ist ein Kopfgeld gesetzt. Hör auf zu fliehen und stell dich der Horde an Kopfgeldjägern, die es auf dich abgesehen haben. Entkomme dem Albtraum. Die Diener des Totengräbers haben das Tal eingenommen. In diesem Modus fängst du mit einem hohen Kopfgeld an, welches langsam weniger wird. Die Nacht schreitet nur voran, wenn du im Level aufsteigst. Tu das so schnell wie möglich, um die höchste Belohnung zu erhalten. Ah, das ist bestimmt dann fortgeschritten. Und tägliche Probleme. Jeder Tag wird es schwerer, in der Wüste zu überleben. Zeig allen, dass du am besten bist. Hier sind alle auf dem gleichen Level. Kein Schwarzmarkt und du kannst auf jedem Ruhmes Level spielen. Auch auf denen, die du noch nicht freigeschaltet hast. Ja, dann fangen wir ganz normal an hier. Da wir noch nicht wissen, wie es funktioniert. Spieler 1, Taste drücken. Okay, wir haben Server, Schwierigkeitsgrad 1. Gewinne mit Server auf Ruhmes Level 11, 10. Dann gibt es Nigel, Orlin. Bring deine Abklingzeit auf 50%. Besiege Denzel. Ah, so schalten wir die also frei. Goldnuggets auf dem Schwarzmarkt ausgeben. Bewege dich für A Sekunden nicht. Ah, okay. Also Rache-Option. Jeder dieser Optionen wird die Teilnahme an der Rangliste Erfolge und deinen Punktemultiplikator deaktivieren. Ah ne, das ist ja dann doof. Ja gut, hier haben wir noch nichts. Also das ist wahrscheinlich das Schwierigkeitslevel dann. So, dann gehen wir einfach mal rein. Soweit ich weiß, machen wir nur Schaden. Ja, cool, dass die Statistik für einen Controller ist. Also beitreten, bestätigen, springen. Statistik anzeigen, bewegen. Ah, da unten. WASD bewegen. Leertaste zum Springen und Bestätigen. Statistik anzeigen, Infos, Umschalttaste. Okay. Das ist unsere Statistik links oben. Oben ist bestimmt unser Level. Dann gehen wir mal ein bisschen einsammeln. Ah, okay. Wir schießen wirklich nur, wenn wir uns nicht bewegen. Ja, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen bewegen. Da wir noch kein Upgrades haben. Oh, da ist eins. Ein bisschen mehr Schaden. Kritischer Schaden wird um 100% erhöht. Zwei mehr Leben. Ja, nehmen wir erstmal Crit. Crit ein bisschen erhöhen. Am besten gehen wir dann auf Schussgeschwindigkeit. Jetzt kommen neue Gegner. Einer, der rollen kann und der in dem roten Umhang konnte schießen. Ein Feuerball. Okay, ausweichen funktioniert auch gut. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mal ein bisschen was einsammeln. So, du hast eine 5% höhere Chance, kritischen Schaden zu verursachen. Bisschen schneller. Oh, ein Durchschuss. Ja, nehmen wir einen Durchschuss.
können wir die Feinde jetzt mal zwei hintereinander treffen. Ah, wir haben nur einmal ausweichen, okay. Rechts neben unserer Lebensanzeige bei unserem Charakter. Also da steht ja, wie viel Leben wir haben. Und der Kreis, der sich auffüllt, ist dann wohl, wie viel Sprünge wir haben. Du hast eine 5% höhere Chance, kritischen Schaden, mehr Schaden, schneller. Machen wir mal schneller. Okay, die mit dem roten Umhang haben auch eine Lebensanzeige. Okay, das war ja mal voll doof. Dann werden wir direkt neu machen. Wissen wir jetzt ja, wie es funktioniert. Müssen wir mit dem Ausweichen ein bisschen haushalten. Auf jeden Fall schneller schießen und Durchschlag sollten wir machen. So, wieder ein bisschen einsammeln. Hier liegt noch gut die Erfahrungspunkte. Bisschen schneller laufen, bisschen mehr Schaden, schneller angreifen. Ja, das ist doch gut. Brauchen wir jetzt noch mehr Schaden, das wäre gut. Anfangs ein bisschen schwierig, aber wirklich nur schießen. Schneller angreifen. Wenn wir uns nicht bewegen. Oh, der hat eine Kiste fallen lassen. Wir können durch beim Springen durch die Gegner durch. Deine Schüsse springen zweimal mehr ab. Projektile springen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Vor jedem Sprung lässt du Dynamit fallen. Deine Schüsse prallen zweimal von deinen Bildschirmrändern ab. Dein Angriffstempo wird um 30 reduziert. Oh, das ist ja nicht so gut. Dann nehmen wir das erste. Oh, wir können schon wieder nicht ausweichen. Hier noch Erfahrungspunkte. So, Crit-Chance. Schneller, mehr Schaden nehmen wir mal schneller. Ah, nicht aufgepasst. Okay, das mit dem Sprung ist schon nicht ohne, dass wir nur einen haben. Da oben sehen wir auch noch den Tag voranschreiten. Müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Das Doofe ist, die halten auch schon am Anfang zwei Schüsse aus. Vielleicht gehen wir dann erstmal auf Baden. Abklingzeit von Sprüngen. Reichweite deiner Flächeneffekte und Sammelreichweite. Ja, machen wir das mit den Sprüngen. Können wir den ein klein bisschen häufiger einsetzen.
Müssen wir immer gut timen den Sprung. Bisschen mehr Schaden, ein Leben. Abklingzeit verringern. Wir wissen ja noch nicht, wie groß der Angriffsradius ist, wenn die in unserer Nähe sind. Also wie nah die rankommen dürfen. Wir machen super wenig Schaden. Hier ein bisschen einsammeln. Zwei Leben. Schneller angreifen nehmen wir dann mal. Mal wieder hier rumlaufen. Hier ein bisschen was einsammeln. Bisschen schießen. Also ist so Western-Style schon schick. Und cool, dass man halt nur schießt, wenn man sich gar nicht bewegt. So, hier einsammeln. Stehen bleiben. Schneller angreifen. Gut, also man braucht sie nur beim Vorbeigehen streifen. Das zählt dann als berührt. Also drei Treffer und man ist tot. Man hat hier nicht so 100 Leben oder so, sondern also einen Lebensbalken mit 100, sondern drei Treffer und man ist hin. Hier liegen auch ein paar silberne Münzen. Oh, da liegt ein Item. Bisschen schneller laufen, schneller angreifen. Flächeneffekt, dann machen wir schneller angreifen. Ah. Okay, also wir schießen super langsam. Haben die auch noch so einen Rollangriff, Feuerangriff. Okay, da liegt wieder was. Crit-Chance, bisschen mehr Schaden. Da machen wir ein bisschen mehr Schaden. Also ist mit bisschen mehr Schaden, meine ich, aber echt sporadisch. Dass es wirklich nur bisschen ist. Auch gewöhnungsbedürftig, dass wir echt nur schießen und uns gar nicht bewegen. Oh, da lag ein Herz. Dass sie zwei Schüsse aushalten. Dafür, dass das die Anfangsgegner sind? Ah, goldene Reichweitenerhöhung. Viel mehr Schaden. Schnell, ja, nehmen wir das Goldene, egal. Ja, gerade erhöht haben wir die Sammelreichweite jetzt ja nicht. Ah, das ist dasselbe wie eben. Wenn du springst, erhältst du 100% Chance auf kritischen Treffer für 1,5 Sekunden. Erhalte einen Sprung. Alle 30 Schüsse ist dein nächster Schuss langsam, riesig, verursacht dreimal mehr Schaden und kann nicht aufgehalten werden. Wollen wir das mal.
So, hier liegen Erfahrungspunkte. Wenn du keine Sprünge mehr hast, läufst du 20% schneller als 10%, erhältst 10% Schaden und 100% kritischen Schaden. Ist ja voll scheiße. Wenn du Schaden nimmst, gibt es eine Explosion, die viermal deinen Schaden verursacht. Erhalte ein Leben. 70% aller Spezialangriffe von Gegnern sind weniger genau. So, nehmen wir das. Bisschen mehr Schaden, Abklingzeit von Sprüngen und Fähigkeiten. Crit-Schaden erhöhen. Abklingzeit von Sprüngen, schneller angreifen. Okay, da kommt jetzt ein Skelett, das mit seinem Kopf schießt. Und da haben wir eben diese Rakete geschossen. Kiste bekommen. Verursacht 30% deines Schadens alle 1 Meter. Ziele immer auf Hilfs-Sheriffs und erhöhe langsam deinen Schadenangriffstempo, bis er besiegt oder außer Reichweite ist. Höchstens 1,5 Mal nach 20 Sekunden. Ziele alle Materialien und Kisten an, wenn du einen Hilfs-Sheriff besiegst. Nehmen wir das hier, keine Ahnung. Oh, das war gut. Abklingzeit, Crit, ein Leben, wir nehmen mal Crit. Man braucht auch die Maus überhaupt nicht. Hat uns wieder so ein Feuerball getroffen. Oh, wir sind arschlangsam. Bisschen mehr Schaden, Reichweite, Crit erhöhen. Man sieht auch gar nicht, wie weit die Köpfe fliegen. Also, die kommen einfach und dann ist gut. Oh. Ja, schneller angreifen. Ja. Also, ich habe wohl verarschen jetzt hier. Ah, links oben haben wir auch ein Kopfgeld. Cool, steigt um 10, wenn wir einen töten. Mord gibt Strafe von $10. Es ist auch ein bisschen widersprüchlich. Man soll sich nicht bewegen. Aber man ist arschlangsam, wenn man sich bewegt. Also ausweichen ist da gar nicht. Und dann halten die Anfangsgegner super viel aus. Crit. Oh ja, mehr Schaden. Oh, mit einem Schuss tot. Also muss man hier wieder Lootglück haben. Ja, war ja klar, zu spät gesprungen. Machen wir mehr Schaden. Und diese Feuerbälle fliegen auch ultra weit. So, schneller angreifen. Wo der hinzielt, ist auch fraglich. Crit erhöhen.
So, Kiste einsammeln. Deine Sprungabklingzeit ist um 50% reduziert, wenn du dich bewegst. Ja, super. Ein Spiel, in dem man sich nicht bewegen soll. Erhalte 10% Angriffstempo alle 120 Sekunden, wird zurückgesetzt, wenn du Schaden nimmst. Höchstens 30%. Ja, nehmen wir das. Boah, dass der Sprung, das ist auch nur ein Sprung und ja, schneller angreifen. Stimmt ja sowieso wieder nicht. Dafür, dass das Anfangslevel ist, ne, also mal im Ernst. Diese Feuer, wir schießen einen halben Meter weit und die Feuerbälle fliegen halb übers Spielfeld oder was? Jetzt schon die Krise. Das Anfangslevel sollte wenigstens so sein, dass man es halbwegs vernünftig ein paar Minuten weit schafft. Also, dass man nicht überleben soll, ist ja klar, aber... Immerhin gibt es 10 Schwierigkeitsstufen. Wären es bei der zweiten Stufe wahrscheinlich einfach nur mehr Gegner. Oh, die sind arschlangsam, schießen langsam, machen keinen Schaden. Und man muss es ja ein bisschen weit überleben, um sich dauerhafte Power-Ups freizuschalten. Ja, irgendwas Graues bringt gar nichts. Ha, 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 bisschen schneller. Jetzt kommt ein anderer Gegner. Was ist denn hier kaputt? Ja, Krall. Der läuft schneller als wir. Crit, mehr Schaden. Dafür müsste unsere Figur aber auch auf den schießen. Was sie auch nicht immer macht. Also der kam aber eben in den Versuchen noch nicht. Also auch noch völlig random, was hier für Bosse kommen. Oder, naja, Boss wird das eher nicht sein. Wenn du Schaden nimmst, gibt es eine Explosion, ja bla. Wenn du auf 50 oder unter 50% Leben bist, werden Sprung und Fähigkeitenabklingzeit um 30% reduziert. Wenn du du verursachst 50% mehr Schaden. Deine Schüsse verlangsamen getroffenen Gegner um 70% für eine Sekunde. Nö, mehr Schaden hier. Und wir haben ja sowieso... Ah, jetzt haben wir ja mal 3 Leben. Ich könnte kotzen. Funktioniert ja jetzt gar nicht. Aber naja, wenn wir noch ein Leben haben, sind wir schneller. Und machen mehr Schaden. Also das mit dem Gegner war aber seltsam. Nehmen wir ein bisschen mehr Schaden. Aber man muss hier wieder Lootglück haben, ist leicht nervig, weil Lootglück wissen wir ja, haben wir gar nicht. Aber es ist ein gut gemachtes Spiel, ist von Anfang an schwierig gehalten, mit dem sich nicht bewegen zum Schießen, also zum Angreifen. Wir sind, naja, also Verbrecher, weil Kopfgeldjäger ja nicht. Reichweite hier, Hit wird erhöht, also machen wir mal. Da waren jetzt zum Beispiel nur lilane Sachen drin in der Kiste.
Da lag jetzt ein Magnet. Zweimal mehr springen. Naja, okay, nehmen wir direkt mit. Einfach so. Oh, der sammelt wirklich alles ein, der Magnet. Bisschen schneller. Crit erhöhen. Oh, mal Crit erhöhen. Ah, richtig gut. Jetzt können wir dreimal springen. Sonst muss man sich das immer durch ein arschteures Power-Up, also dauerhaftes Power-Up kaufen. Also freischalten. Mehr Sprünge. Und bekommt ganz selten mal einen weiteren Sprung. Aber die Aufladezeit ist halt noch super langsam von den Sprüngen. Und hier ist schon wieder so einer. Was kann ich, was das soll? Schieß doch mal auf den Großen. Also wäre sehr freundlich, wenn sie auch mal unsere Figur auf den da schießen würde. Ich weiß gar nicht, wie groß das Level ist, also mal lieber nicht zu weit laufen. Eigentlich. So. Und er gibt uns Müll, wa? Versuch. Verursache Gegnern Flächenschaden vor jedem Sprung, erhalte einen Sprung. Erhöht dein Angriffstempo um 30%, aber jeder zweite Schuss ist weniger genau. Wenn du einen Sprung wiederherstellst, bricht deine Energie aus und verursacht 100% deines Schadens. Erhalte einen Sprung. Aber das hört sich doch dann am besten an, oder nicht? Auch wenn das hier blau ist. Weil Angriffstempo ist zwar gut, aber wir schießen ja noch sowieso gar nicht. Ja, und hier mehr ein Sprung mehr ist besser. Ja, cool, eben läuft gar nicht. Jetzt haben wir ein Dutzend Sprünge. Ja, ich bin ein bisschen zu spät gesprungen, habe ich selber gesehen. Da liegen Sachen rum. Oh. Bisschen mehr Schaden. Abklingzeit von Sprüngen. Oder schneller Lauf. Aber machen wir mal die cool und so. Was ist jetzt kaputt? Schutzengel. Zwei Schilde rotieren um dich und fangen gegnerische Schüsse ab. Aber das ist doch wie ein Vampire Survivors mit dieser Bibel, oder nicht? Gegner um dich sind 30% schneller. Ja, warte mal, die Bibel da macht doch auch Schaden, ne? Ja, also ist ein bisschen so ähnlich. Gegner um dich sind 30% schneller, aber erhalten 50% mehr Schaden. Dafür sind wir zu langsam. Du hältst eine Aura, die Gegner in deiner Nähe um 35%... Ja, das nehmen wir. Was ist denn... Also, der Magnet, den wir eingesammelt haben, war gut. Hast eine 10% höhere Chance, kritischen Schaden, ein Leben... Flächeneffekt. Oh, wir haben doch eine Aura gerade bekommen. Dann nehmen wir das mit dem Flächeneffekt. Oh, da kommen schon wieder Totenköpfe. Ohne genau zu wissen, wie weit die fliegen. Mehr Schaden, schneller, machen wir mal schneller. Oh, wir müssen unsere Aura unbedingt größer kriegen. Die mit dem Verlangsamen. Oh, guck mal, das ist was Goldenes zum Einsammeln. Da auch. Gibt bestimmt ein bisschen mehr. Weil hier diese Kupfermünzen, Silbermünzen und ein paar Goldmünzen liegen hier. Die geben bestimmt alle unterschiedlich viel. Oh, hier sind noch welche.
So. Crit erhöhen. 2 Leben. Oh, mal Crit erhöhen, noch. So, jetzt können wir hier ein bisschen im Kreis laufen immer. Oh, der hat ein Leben fallen lassen. Oh, das war aber gar nicht gut. Sheriff kommt, okay. Oh, hier ist eine Münze. Aber im Ernst, dafür machen wir ja mal gar keinen Schaden. Der macht uns auch bestimmt auch Schaden, wenn er uns berührt, oder nicht? Ah, die Köpfe fliegen in einer Richtung, okay. Oh, jetzt sind es zwei. Ja, unsere Sprünge sind zwar schön und gut, dass wir jetzt so viele haben. Aber ja, die wieder aufgeladen sind. So. Oh Gott, ein dritter. Ah, okay, auf dem Rückweg sind diese dämlichen Köpfe auch scheiße. Ey, wir haben eine so eine dumme Münze eingesammelt. Die kosten alle ein. 2% schneller. Abklingzeit. Flächenschaden. Ja, Kisten anziehen, super. Machen wir 2% schneller. Zählt das jetzt, oder? Scheint so, ne? Gucken. So. Ja, ist aber irgendwie... Wir spielen jetzt mal das hier. Ja, cool, da... Mit das mit dem Kopfgeld, da kann man trotzdem nur sie spielen. Mal gucken, wie das so ist. Also hier sollen wir ja schnell aufsteigen, stand da. Na, also wir starten mit 100.000 Kopfgeld. Und das wird jetzt immer weniger. Die Gegner sind irgendwie viel leichter. Oh, Schuss mit einem Sprung. Ja, ist klar, weißt du, das läuft viel besser jetzt. Verarsche. Ein Leben, Crit, mehr Schaden. Hauptsache diese Zombies da haben Hammer, aber rollen nach vorne ergibt gar keinen Sinn.
schneller angreifen. Kann man ja eigentlich mal machen. Dann snacken wir uns mal die Kiste. Wenn du Schaden nimmst, werden Projektile um dich herum geschossen, halt ein Leben. Oh, von mir aus. Oh Gott, bin voll in den Gegner reingelaufen. Du erhältst plus eine Wahlmöglichkeit für Upgrades und Objekte. Oh. Dann bekommen wir jetzt, denke ich mal, statt 3, 4 zur Auswahl. Cool ist, wir sind wesentlich schneller als er da. Und das mit diesem einmal abprallen ist auch recht gut. So, Kiste eingesammelt. Du hältst eine Aura, die alle Projektile um dich herum verlangsamt. Also wenn einer auf uns schießt zum Beispiel. Verursache Gegner Flächenschaden vor jedem Sprung. Zwei Schilde. Ein Sprung mehr und 100% Crit-Chance, aber nur 1,5%. Dann nehmen wir die Aura. Ja, also die roten Kugeln da werden verlangsamt. Crit erhöhen, Reichweite, mehr Schaden. Der Schaden ist immer gut. Ah, jetzt kommt einer mit einem Schwert. Oder, ja gut, sagen wir Messer. Ja, das läuft jetzt viel besser, weißt du? Mehr Schaden oder mehr Crit? Ah, können wir uns die Werte jetzt nicht anzeigen lassen. Das ist aber... Oh, doch, cool. Also, Crit oder mehr Schaden? Schaden machen wir 70. Crit 200, ja, nehmen wir noch. Mehr Crit ist gut. Oh, da hat einer eine Kiste fallen lassen. Oh Gott, ich wollte gerade durch die Gegner springen. Erhöht deinen Schaden um 30%, aber verlangsamt deinen Angriffstempo. Nein. Wenn du über Gegner springst, fügst du ihnen Schaden zu. Abklingen deiner Sprünge wird um 30% reduziert. Das ist eigentlich gut. Du wirst für deine Leben größer und verursachst pro Herz 10% Schaden, aber wirkst dich langsamer. Und hier ist wieder wegen, wenn wir unter 50% Leben sind. Ja, wir nehmen das hier. Da war ja mal versuchen, durch die durchzuspringen. Ist das schon nicht schlecht, dass wir denen dann Schaden zufügen. So, Crit. Ah, hier Crit mehr. Ja, dann war das. Wir critten ja ohne Ende hier. Zwar kein Schaden, aber wenn wir treffen, machen wir kritischen Schaden. Was sind das eigentlich für Viecher, ey? Also die Lilanen scheinen Wölfe mit Baseballschlägern zu sein und was das andere. Aber naja, wir müssen schnell im Level aufsteigen. War ja die Herausforderung. Crit-Chance, kritischen Schaden. Mehr Schaden. Schneller, machen wir mal schneller. Bringt auf Grau jetzt mal gar nichts. Der hat aber einen großen Bereich, in dem er angreift. Alles einsammeln. Wir müssen ja aufsteigen. So, durch die Gegner durch. Mehr Schaden. Oh, der hat eine Goldmünze fallen lassen. Hier alles einsammeln. Oh Gott, immer wenn ich springe. Mehr Schaden. Wenn du dich 2 Meter bewegst, wird ein zufälliger Gegner von einem Blitz getroffen.
der etwas Flächenschaden verursacht. Cool. Alle Sprünge werden gleichzeitig aufgeladen. Alle Sprünge werden nacheinander genutzt. Oh nee, wenn wir nur ein Stück springen wollen, ist das gar nicht gut. Jeder Sprung verursacht Flächenschaden beim Gegner. Halt einen Sprung. So. So, wir wollen mal da ein Stück lang. Das ist ein Gegner Echsen-Dude. Mit Hut. Echsen-Dude mit Hut. Also das ist viel entspannter. Dafür, dass das jetzt hier das schwerere sein soll, finde ich das wesentlich entspannter. Naja, aber es ist ja von Person zu Person immer unterschiedlich. Mehr Leben, schneller angreifen. Schneller ist wichtig. Oh. Das war aber riskant. Crit. Reichweite. Schneller. Aber super, jetzt haben wir hier eine Ratte oder was, die uns verfolgt. Jeder Sprung verursacht einen Schaden, aber du hältst plus 10 Grundschaden. Was? Ah nein, der verursacht uns einen Schaden. Ist ja scheiße, jeder ein Schaden ist ja ein Leben. Was ist denn das für eine dämliche Fähigkeit? Du hältst eine Aura, die Gegnern in deiner Nähe alle 0,5 Sekunden 25% deines Schadens verursacht. Ja, das hört sich ja gut an. Ziehe Material in Kisten an. Wenn deine Projektile zerstört werden sollten, reduziert sich ihr Schaden und sie durchschießen stattdessen zweimal. Ja, wenn ich das mit der Zwiebel hier jetzt nicht falsch verstehe. Ja, wir nehmen die Aura. Weil wir jetzt nach Zwiebel stinken, machen wir den Schaden. So habe ich das zumindest verstanden. Ich habe das Gefühl, sie sind schneller geworden. Na, endlich waren sie meine nicht in der Nähe von der Kiste. Ah ja, größer, aber langsamer. Zwei Schilde. Dann unsere Schüsse verlangsamen die Gegner. Drei Würfel für Upgrades. Dann können wir dreimal neu würfeln. Ah, ne, wir nehmen das hier. Bisschen schneller. Flächeneffekt, das ist gut. Und Sammelreichweite, weil wir jetzt ja so eine Aura haben. Die Schaden zufügt. Da, 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 da. Oh, hier ganz viel Zeug zum Einsammeln. Das war ja mal ein bisschen Nutzen. Hauptsache, das Schwere ist einfach. Schneller angreifen. Das ergibt natürlich voll Sinn, dass das schwierigere Level einfacher ist. Da ist so ein, naja, Typ mit Axt. Auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Crit-Chance, schneller, Fläche. Wir laufen schneller. Schaden. Liegt bei 5%. Mhm. Und das andere liegt bei 3,3 die Sekunde. Machen wir mal ein bisschen schneller. Oh Gott. Ja, zack, direkt wieder eingesammelt das Leben. Geht ja mal klar. Und die Zeit schreitet ja oben scheinbar nur, also stand da ja nur voran, wenn wir ein Level aufsteigen. Also müssen wir ja eh versuchen, hier alles einzusammeln. Jetzt werden die Gegner schwer, also stärker.
Ja, gut, ich sollte vielleicht nicht so lange jedes Mal stehen bleiben. Wir müssen mehr Schaden machen. Die halten wieder mehr aus jetzt. Sehr viel mehr Schaden. Ah ja, rede ich davon. Oh, jetzt kommen die Skelette. Da. Das ist super entspannt. Und man macht das mit einer Hand, das Spiel. Echt seltsam. Man muss gar nicht steuern, wo wir hinschießen. Boah, hier ganz viele Goldmünzen. Alles einsammeln. Unser Crit wird erhöht. Ist jetzt, das könnten wir dann auch lassen, weil der kritische Schaden wird zwar erhöht, aber unsere Crit-Chance ist ja super niedrig. Sollten wir lieber mal die Crit-Chance erhöhen. Oh, guck mal. Ein Dämon mit Zweier-Axt. Also doppelseitige Axt, das meine ich jetzt. Mehr Schaden. Oh, Kiste. Ja, wahrscheinlich wieder so dumme Fähigkeiten drin. Dynamit fallen lassen. Ja, alle Sprünge gleichzeitig. 100% Crit. Wenn du stehen bleibst, feuerst du alle 6 Sekunden Schüsse um dich herum. Alle 6 Sekunden? Muss man aber ewig lange stehen bleiben. Aber kann man ja mal testen, ne? Ah, cool, der ist direkt bei uns gestorben. Schüsse springen zweimal. Ziele immer auf Hilfs-Sheriffs und erhöhe langsam deinen Schaden. Aber das zählt ja sowieso nur auf, wenn einer da ist, ne? Aber warte, das vorhin war Sheriff, war incoming. Dann sind Hilfs-Sheriffs diese kleinen hier. Aber das will ja keiner. Dann machen wir das hier mit diesem Abprallen da. Ey, was hatten uns da jetzt getroffen? Ja gut, den habe ich gesehen. Hier liegen auch rote Münzen, echt interessant. So. Viel mehr Schaden. Alles einsammeln hier. Wovon habe ich den Schaden bekommen? Wer ist er denn? Hey, kommt der auch näher, oder? Was ist denn das für ein seltsamer Boss? Der kommt ja gar nicht näher. Was denn jetzt? Zum Glück haben wir diese Aura. Hauptsache, der hat mehrere Leben. Das blöde Pferd hat uns erwischt. Okay, das ist jetzt aber echt tricky, dass sie wiederkommen. Und wir machen gar keinen Schaden. Jetzt schießt er auch noch auf uns. Der hat aber viele Angriffsmuster, muss man ja mal sagen. Oh, scheiße. Nö. Scheiße.
Hat man jetzt eigentlich irgendwas bekommen oder hätte man dafür komplett überleben müssen? Okay, also dafür muss man wohl. Ne, falsche Taste. Komplett überleben. Was ist das hier so? ...419.000 Kopfgeld. Du beginnst mit 10 Upgrades und Objektwürfeln. Du beginnst mit Stein im Schuh. Dein Angriffstempo wird von deiner Abklingzeit beeinflusst. Ja, ist klar. Ah, hier können wir die Ruhmeslevel uns angucken. Die Grundabklingzeit deiner Sprünge ist um 100% erhöht. Du bewegst dich 10% langsamer. Die Schüsse deiner Feinde bewegen sich schneller. Die Dauer deiner Unverwundbarkeit, nachdem du Schaden genommen hast, um 50% reduziert. Erhöht die Anzahl an Gegnern, die versuchen, dich zu erledigen. Springende Feinde hören 50% öfter von dir. Schießende Feinde hören öfter von uns. Die Abklingzeit aller Feinde wird um 30% reduziert. Alle Feinde bewegen sich 20% schneller. Alle Feinde fügen ein mehr Schaden zu. Okay. Ja, witziges Spiel. Interessant, dass man stehen bleiben muss zum Schießen. Und dass man echt einhändig spielt. Gut, ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch. Könnt ja sagen, ob ihr schon super weit hier auf dieser Ruhmesstufe seid. Dann gucken wir uns beim nächsten Mal mal die anderen an. Also hier gibt es eine Spezialfähigkeit oder sowas. Einfach gewinnen. Abklingzeit. Also muss man dann immer mal schauen, wie die Stände so im Spiel sind. Und dann einen von denen mal probieren irgendwie. Da sieht man ja dann. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, nächstes Mal verpassen wollt, gerne abonnieren, liken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.